Herzlich willkommen zur Show in der Show mit mir, dem Friseur der Herzen und Haar-Society-Experte Frauke Udo Ludwig, aka dem Barbour-Barbier mit der flinken Schere. Mit dabei die beiden Laberluschen und Telefonstreich-Konnoisseure Joko und Klaas. Als Super Special Guest präsentiere ich hocherfreut den Rapper, Angler, Handybesitzer Materia. Damit ist unser Kreis komplett. Let's the call begin. Sag mal, du hast sie doch wohl nicht alle. Ich gehe jetzt. Nee, mach mal weiter. Ja, warum lacht er mich aus? Der hat sie doch wohl nicht alle. Ich gehe. Abschalten. Max Herre. Max Herre? Ja, Max Herre war doch in der Jury mal bei The Voice. Aber ja? In der Jury bei The Voice. Und ob er jetzt bei Supertalent auch Interesse hätte. Ja, aber wir, weil ich da auch bin. Will halt nicht, dass die da irgendwie DJ Bobo hinsetzen. Ne? Das ist meine neue Nummer. Ich habe mein Handy. Max Herre. Und was sagst du zu ihm? Maximi Maxima. Der Max. Maxi Max ist da. Martin, hallo. Hallo, hallo. Was geht ab? Wie geht's? Ja, fantastisch. Alles gut? Ja, Hammer bei dem Wetter. Wie geht's bei dir? Wer ist denn da? Ja, wer wird da sein? Mensch. Sag jetzt. Ha? Sag mal, das gibt... Ja, irgendein Schwabeseckles auf jeden Fall. Mensch, ich komme aus Rügen. Was? Ein Schwabeseckles am Telefon. Wer bist du? Wer ich bin? Na Mensch, ich bin der Rügenklaus. Ich bin der Angelvogel. Hallo? Alles klar, Freundchen. Dann flieg mal schön. Bis bald. Wohin? Das ist ja unglaublich. Ich bin der Angelvogel. Der Rügenklaus. Du hast alles vergessen. Aber nicht schlecht. Die Story war gut. Der Rügen-Ali. Ich weiß nicht mehr, warum ich, was ich wollte, aber ich habe die Nummer von Wayne Carpendale gerade gefunden. Soll ich den einmal anrufen? Den kannst du mal anrufen. Würde irgendwie, ist der nicht, ob er, weil der Carpendale heißt, dann noch einer neuer bei den Chippendales sein würde. Es würde dann Carpen Chippendales heißen. Was macht denn der gerade? Hat er nicht hier? Landarzt ist er doch. Ich würde einfach sagen, ob er. Du bist in München und er ist ja auch in München. Mir fällt jetzt nichts ein zu Wayne Carpendale, aber. Wird schon was einfallen. Oder einfach ein gutes Restaurant, wo kann man hier Mittag machen? So, wo kann man hier Mittag machen? Genau, so, wo kann man hier. Und, Lieber Wayne, ja, hier ist der Klaas. So, ne? Ja, hallo, Kappen, ne? Hey, hier ist Klaas. Wayne? Hey, ich bin in München, du. Bist du zufälligerweise auch da? Ja. Ja, dann, hast du irgendwie ein Restaurant, wo wir hingehen können? Irgendwie was Norddeutsches, schon ein bisschen irgendwie mit Fischbrötchen oder so, ein bisschen was essen können? Brötchen. Ja, ich weiß ja, der Norden, der atmet in mir, so, ne? Und wir haben uns ja irgendwie lange nicht gesehen. Ich hab lange genug im Norden, ganz ehrlich, ich hab lange genug im Norden geredet. Das ist auf jeden Fall recht. Aber lass doch mal irgendwie treffen, irgendwo U-Bahn-Station irgendwo und keine Ahnung. Wann? Jetzt? Ja, lass doch treffen. Soll ich dich abholen oder was? Ich hab auch ein Taxi. Du hast ein Taxi? Nee, ich sitze im Taxi gerade noch. Ja, du, wollte jetzt eigentlich zum Sport, also... Aber weißt du, dann, ich meine, wenn ich mich entscheiden muss. Ja. So, tschüss. So, das war gut. Das war sehr gut. Guck mal, ne? Wie geil Wayne Carpendale und ich können. Ja, na, gut. Absolut. Geht gleich raus. Aber auch nur, weil du ein eigenes Taxi hast. Können Toni Kroos anrufen? Hansa, wegen Hansa. Willst du den anrufen? Ja, ja. Du sagst, du hättest gerne 62 Karten fürs nächste El Clasico, weil du da in der Firma ein Versprechen gemacht hast. Ja, du willst mir eine Kelly Family einhalten. Kelly, ich mach schon. Ja. Jetzt du machst schon, dann mach ich mir keine Sorgen. Du stehst mit dem Rücken zur Wand, die Aktionäre sitzen im Nacken. So. 62. So. Hallo, Toni. Hallo. Hallo, was geht ab? Alles gut. Und selbst? Alles gut, ja. Du, was? Kommst du vom Drehen? Bitte? Training. Vom Training? Kommst du vom Training oder was? Nee. Ich bin in Köln noch. Ich bin in Köln. Sage mal, ich habe jetzt eine blöde Frage. Ich brauche fürs
El Clasico brauche ich 83 Tickets. Ich habe eine Wette verloren und ich brauche 83 Tickets für die Kumpels. Würde das gehen? Wäre das unverschämt? Hast du da eine Möglichkeit? Ich glaube, für das El Clasico werden sogar 3 schwer. Naja, aber du bist doch am Hebel, du sitzt doch am Hebel, das ist doch Quatsch. Du kannst doch sagen, du möchtest das. Ja. Also, das kann ich definitiv. Also, ich kann definitiv sagen, ich möchte das. Aber frag doch den Cristiano. Der kriegt auch nur noch 3. Das, sag mal, was macht ihr denn? Ihr seid doch nicht aus Hollywood. Leckt mich am Arsch. Ha? Da können wir höchstens noch 80 aufs Dach setzen. Das kann ich mal fragen. Ja? Also, das, da würde ich mich freuen. Also, gebt doch mal Mühe. Und ruf mich zurück. Definitiv. Okay, ich danke dir. Warte. Toni, hier ist Klaas. Entschuldigung, wir wollten dich nicht stören. Udo Walz hat mir mit roher Gewalt das Handy aus der Hand gerissen. Er hat sich gerade 83 Reifenplätze. Ja. Das ist sehr gut. Aber sehr gut. Es tut mir leid, dass er dich so belästigt hat. Ja, ich möchte mich nochmal an aller Form entschuldigen. Viele Grüße, unbekannt. Dafür kriege ich aber mal einen zweiten Haarschnitt, ne? Du, ja, klar. Zweiten Haarschnitt, kannst 80 Kumpels mit zum Haarschneiden bringen, sagt Udo gerade. Alles in Ordnung. Vielen Dank, tschüss, genieß den Tag, ne? Auch rein. Tschüss.